Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In dieser Playlist Statistik, Daten und Diagramme schauen wir uns jetzt absolute und relative Häufigkeiten an. Hierfür ist wichtig, was ihr überhaupt, dass ihr wisst, was absolute und relative Häufigkeiten sind. Ja. Hier oben schauen wir euch das, zeigen wir euch das Video, wo wir das nochmal ausführlich erklärt haben. Das war das Video davor in der Playlist. Und hier wenden wir das an, gibt es eine kleine Aufgabe gleich, kurz bevor es losgeht. Einmal, was ist eine Stichprobe? Ist auch ein Wort, was ab und zu mal vorkommt, wird sogar manchmal in der Klausur gefragt. Eine Stichprobe ist, wir wählen von ganz vielen Menschen ein paar aus. Stimmt, wir haben eine Million Menschen und ja. Daraus werden 100 Leute rausgezogen. Bei einer Umfrage zum Beispiel. Ne? Wie jetzt in der Aufgabe, ne? Damit das repräsentativ ist. Wir haben hier die Aufgabe. Genau. Wichtig ist, am Ende sollt ihr noch so ein Stabdiagramm zeichnen. Das ist halt ganz wichtig, dass man das kann. Probier das mal. Wenn ihr es nicht könnt, zeigen wir das ja, ne? Ja. Also pausiert mal. Die relative Häufigkeit, wie berechnet man sie? Man teilt die absolute Häufigkeit durch die Gesamtzahl. Jetzt denkt ihr euch, hä, was? Was ist jetzt immer was? Die absolute Häufigkeit ist immer kleiner als die Gesamtzahl. Das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Ja? Und die absolute Häufigkeit ist immer halt ein fester Wert, immer eine Zahl. Hier in dem Fall ist es so, die absolute Häufigkeit, 23 Kinder bis eine Stunde sind es 23 Kinder. Das heißt, das ist hier meine absolute Häufigkeit und insgesamt weiß ich, habe ich 100 Kinder. Das ist ja die Aufgabe. Ich hätte auch die, das kann ich auch alles zusammenrechnen, das plus das plus das plus das sind halt genau 100 Kinder. Und wie berechne ich das jetzt? Gut, ich mache einfach, die relative Häufigkeit ist 23 geteilt durch 100, einfach hier eingesetzt. Und der Vorteil ist, was sehr dankbar ist, 23 durch 100, wenn ich das durch 100 teile, ist es gleich 0,23. Also das Komma einfach verschoben um zwei Stellen. Ja, das heißt, die Zahl kann man da oben direkt ablesen. Und hier ist es noch dankbarer, die Prozentzahl kann man auch direkt ablesen. Das sind genau 23%, wenn ich immer durch 100 teile, was halt hier der Fall ist. Und dann mache ich das für jeden Fall. 29 durch 100. 14 durch 100 und 34 durch 100 und schreibt das einfach hier so hin. Genau. Wenn wir denn die relativen Häufigkeiten haben, können wir mit denen jetzt im Diagramm nichts anfangen. Man zeichnet so ein Stabdiagramm immer mit den absoluten Häufigkeiten. Könnt ihr euch merken. Wenn wir das jetzt also hier eintragen wollen ins Diagramm, müssen wir erstmal überlegen, okay, auf welche Achse kommt was. Ihr könnt euch merken, die Zeit kommt immer auf diese Achse, von links nach rechts. Und natürlich die Häufigkeit kommt dann hier von unten nach oben. Die nächste Frage, die wir uns stellen, was nehmen wir denn hier für eine Einteilung, also was für eine Skalierung? Gut, wir gucken uns dann einfach mal an, was ist der höchste Wert? Der höchste Wert war 34. Das heißt, diese Skala muss hier auf jeden Fall bis 34 gehen. Es bringt uns nichts, wenn sie höher geht, aber bis 34 sollte sie schon gehen, mindestens. Und wir haben das jetzt so gewählt, wir haben jetzt einfach gesagt, okay, 2,5 cm steht für 10 Kinder. Ja, dann müssen wir hier 10, 20, 30. Wichtig ist, dass wir hier die Abstände einhalten. Von hier, wenn das von 0 bis 10 2,5 cm sind, sind es von 10 bis 20 auch 2,5 cm. Könnt ihr auch die Kästchen zählen, ist immer einfacher. Genau. 5 Kästchen, 5 Kästchen, 5 Kästchen. Die Abstände müssen gleich sein, ist halt ganz wichtig beim Stabdiagramm. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Mitte noch 15 und 25 zeichnen, damit ihr eine Übersicht habt. Und damit ihr hier 35 habt, damit ihr hier an der 34 nah dran seid. Aber muss man nicht machen. Genau. Genau, wenn man das einmal gemacht hat, muss man hier genau gleich vorgehen. Wir haben jetzt hier gesagt, okay, 4 Kästchen oder 2 cm sind eine Stunde. Dann sind bis zur zweiten Stunde wieder 2 cm oder 4 Kästchen und so weiter und so fort. Wenn man das dann gemacht hat, das ist schon die halbe Miete, dann muss man einfach nur noch eintragen. Okay, wir mussten eine Stunde verbringen 20 Kinder. Oder wie viele Kinder waren das? Mehr auf jeden Fall. 23 Kinder. 23 Kinder verbringen eine Stunde. Gut, eine Stunde gehen wir hoch bis 23 Kinder. Hier ist es sinnvoll, wenn ihr das mit einem Lineal macht. Aber das haben wir euch alles auch schon in dem Video Diagramme zeichnen gezeigt. Genau. Hier ist 20, ein Kästchen sind mal 2. Da haben wir 22, deswegen geht man genau in die Mitte, dann 23. Genau. Ja. Ne, 1 bis 2 Stunden waren dann 29 Kinder, das heißt, wir gehen hier hoch bis zu 29. Und hier an diesem Diagramm sieht man auch gleich, okay, 2 bis 3 Stunden machen die wenigsten Kinder. Ja. Achtet bitte immer darauf, dass ihr hier die Achsenbeschriftung macht. Ne? Ja. Also absolute Anzahl, Häufigkeit und Zeit, das muss dran sein. Wenn das nicht da steht, dann weiß euer Lehrer nicht, was jetzt wo aufgetragen ist und dann ist es falsch. Genau. Ja.
Gut, meine Lieben, das war's mit dem Video. Im nächsten Video kommt Prozentrechnung. Ist auch ganz wichtig für das Thema. Nochmal eine kleine Wiederholung, wie man aus relativen Häufigkeiten jetzt nochmal genau den Prozentwert ermittelt. Ne? Genau. Also dranbleiben, ne? Ciao. Ciao.